Ja, ich freue mich darauf, dass Armin Retterath uns jetzt etwas über WMS-Dienste erzählt, aber nicht einfach WMS-Dienste, sondern WMS-Timedienste. Also wir kriegen jetzt auch nicht nur eine räumliche, sondern auch mal eine zeitliche Dimension rein und können die angeblich auch nutzen. Wir schauen mal, wie gut das funktioniert. Bitte. Sorry, haben wir vergessen. Hallo, ja. Erstmal schönen guten Morgen zusammen oder Nachmittag. Thema heute oder beziehungsweise meines Vortrags ist die Bereitstellung zeitlich variabler Daten über die WMS-Interfaces. Da gibt es Möglichkeiten zu und wir haben uns in den letzten Jahren, also ich kümmere mich in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Hessen um die Geodateninfrastrukturen und die zentralen Geoportale. Und in den letzten Jahren ist es halt immer mehr als die Zahl der Datensätze angestiegen. Und viele Datensätze, die publiziert werden, mit Metadaten beschrieben werden und publiziert werden, unterscheiden sich eigentlich nur in der zeitlichen Dimension. Das führt bei der Recherche der Daten immer wieder zu Problemen und beim Auffinden von Informationen. Und da haben wir uns dann überlegt, gibt es denn Möglichkeiten, die das OGC bietet, jetzt zeitlich variable Daten auch über WMS-Interfaces zu publizieren? Und das war halt auch das Thema des Vortrags. Kurzer Überblick. Erstmal, wie wird ein WMS in der Geodateninfrastruktur genutzt oder wie sollte er genutzt werden? Da gehe ich kurz drauf ein. Probleme, die auftauchen, die ich jetzt gerade erstmal erläutert hatte. Dann gehe ich auf die Möglichkeiten, die die WMS-Spezifikation oder die Spezifikationen eigentlich nativ schon mitbringen, um zeitlich variable Daten oder auch multidimensionale Daten zu publizieren. Ich zeige nochmal kurz die existierenden FOSCIS-Komponenten, die da Verbreitung finden und die auch eingesetzt werden. Und dann stelle ich die Idee dieser generischen Integration von zeitlich variablen WMS-Diensten in Geodateninfrastrukturen am praktischen Beispiel vor. Und gehe dann eben auf die Umsetzung ein und versuche dann an dem praktischen Beispiel nochmal zu erläutern, wie der Client funktioniert. Zusammenfassend dann in einem Artikel oder Absatz Lessons Learned. Also Nutzung von WMS-Diensten in Geodateninfrastruktur. Normalerweise sucht der Nutzer nach Daten. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehen ist weiter hinten. Da oben ist ein Suchbegriff eingegeben worden, Liegenschaftskarte. Das ist jetzt ein Beispiel aus unserem Geoportal. Es gibt dann im Endeffekt in der Rubrik interaktive Daten 84 Treffer zu diesem Begriff Liegenschaftskarte. Dann wählt der in den Geodateninfrastrukturen unserer drei Länder, die ich da betreue, im Endeffekt eine Kartenebene aus, die diesem Suchbegriff entspricht und lädt die dann dynamisch in den Client hinzu, in dieses WebGIS-System, was wir eben auf Basis von MapVendor 2 noch betreiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch weiter hinten zu sehen ist. Dieses dynamische Hinzuladen des einen Layers, der Liegenschaftskarte, wird dann hier visualisiert und da steht dann im Endeffekt ein Name dran, ein Layer-Title, der heißt Leica H 2014 RP. Also ist das eine historische Liegenschaftskarte aus Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 2014. So kann ein Nutzer in der aktuellen Phase auf historische Daten zugreifen. Das führt natürlich dann zu Problemen, wenn ich zeitlich variable Produkte habe. Jetzt habe ich ein schlechtes Beispiel gemacht. Wir stellen derzeit also die Liegenschaftskarte alle 2 Jahre in 2-jährigen Abständen zur Verfügung, die historischen Versionen. Und ein Nutzer müsste jetzt im Endeffekt diese ganzen historischen Layer erstmal finden über die Geodateninfrastruktur, dynamisch in den Klienten hinzuladen und dann dementsprechend die Layer selektieren oder deselektieren, wenn er sich eine Übersicht darüber verschaffen will, wie sich das Liegenschaftskataster beispielsweise verändert hat in den letzten Jahren. Das ist natürlich nicht sehr pragmatisch, der Ansatz. Die Probleme, die auftauchen, hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Wir haben also einen inflationären Anstieg von Informationsressourcen. Viele Layer und Dienste erschweren im Endeffekt die Nutzung in dem System. Also auch die UI wird überladen durch die Zahl der variablen Daten. Und wir haben auch einen erhöhten Aufwand bei der Einrichtung und Betrieb der Interfaces, der Service-Interfaces für die Geodateninfrastruktur. So, wie können wir dem begegnen? Jetzt gehe ich auf die Möglichkeiten der WMS-Spezifikation ein. Seit 2001, und das ist jetzt wirklich lange her, bringt die WMS-Spezifikation auch schon die Möglichkeit mit, zeitlich variable Daten zu publizieren. Das wird dann mit der Überschrift Time Dimension bezeichnet. Und
auch da wird schon darauf hingewiesen, dass dein OGC-Web-Service oder Web-Map-Service diese Informationen zu den zeitlich variablen Datenquellen bzw. Layern in seinen Capabilities-Dokumenten dokumentieren soll. Und dass es dann die Möglichkeit gibt, einzelne Werte, eine Liste von Werten oder auch Intervalle dort anzugeben, falls dieser Layer zeitlich variabel ist. In der WMS 1.1.0 und in der WMS 1.1.1-Spezifikation, es ist mal so ein kleiner XML-Snippet zu sehen, gibt es im Layer-Bereich einmal ein Dimension-Element und einmal ein Extent-Element. Dieses Dimension-Element ist eine generische Dimensionsangabe für den jeweiligen Layer. Der beinhaltet den Namen Time für zeitlich variable Layer und eine Einheitsangabe, in diesem Fall jetzt eine ISO-Norm, wie diese Zeiten bei der Anfrage der Layer zu definieren und zu formulieren sind. Der zweite Teil heißt Extent und da wird im Endeffekt das Metadatum mitgegeben, in welchem Intervall jetzt hier diese Datenquelle Daten zur Verfügung stellt oder für welches Zeitintervall hier von 1999 bis 2000 und mit einer Periode von einem Tag, P1 Day. Das lässt sich alles der ISO-Norm entnehmen, wie das anzugeben ist. Bei der WMS 1.3.0-Spezifikation der aktuellen ISO 1928 haben wir die Elemente zusammengefasst. Das heißt, da haben wir einen kleinen Unterschied, hat der Till auch schon mal angesprochen. Die verschiedenen OGC-Standards unterscheiden sich leicht in ihrer Bedienung. Und wenn ich jetzt ein generisches System aufsetzen will, muss ich das natürlich wissen im Vorfeld. Das heißt, ich habe im Endeffekt bei der neuen ISO-WMS-Spezifikation nur noch ein Dimension-Element mit mehreren Attributen, die ähnliche Informationen oder die gleichen Informationen beinhalten wie auch bei der alten WMS-Spezifikation. So, die Option vom Webmap-Service, jetzt mal einfach die ISO 1928, die 3.0er-Version, hat also verschiedene Pflichtwerte und optionale Werte. Die verpflichtenden Werte waren Name und Einheit. Bei der Zeitangabe ist das dann immer Time und ISO 8601. Und dann gibt es eben noch den Extent als verpflichtendes Element, mandatory hier im unteren Teil. Und der Extent definiert dann eben die zeitliche Ausdehnung des Layers. So, der Extent-Syntax bei der WMS-Spezifikation kann, und jetzt gehen wir auf die Beispiele ein, hatte ich eben auch schon mal kurz erwähnt, einen Einzelwert beinhalten oder halt eine kommaseparierte Liste mit einzelnen Zeitpunkten, in der die Daten, der Layer-Daten publiziert oder eben auch ein Intervall mit einem Anfangswert, Maximalwert und mit einer Auflösung. Das Beispiel hatte ich eben schon gezeigt gehabt. So, welche Serverkomponenten bieten sich jetzt im Bereich Foskis an, die sowas auch serverseitig schon nativ unterstützen? Der Map-Server hat für die WMS-Time-Unterstützung native Möglichkeiten, hat auch die Unterstützung der verschiedenen Time-Patterns, die da angegeben sind. Und in der Doku wird relativ einfach, also gut beschrieben, wie ich einen Webmap-Service so aufsetze, dass er sowohl zeitlich variable Vektordaten als auch zeitlich variable Rasterdaten publizieren kann über einen einheitliches Capabilities-Dokument. Die zweite Serverkomponente, die weit verbreitet ist, ist der Geo-Server. Auch der Geo-Server hat eine Unterstützung für zeitlich variable Daten, die er publizieren kann. Und da gibt es sogar eine User-Interface für eine Oberfläche, die im Endeffekt dann ermöglicht, hier über diesen Dimension-Reiter hier die verschiedenen Zeitangaben da vorzudefinieren. Da wären wir bei den Serverkomponenten im Open-Source-Client-Bereich. Jetzt gehe ich auf die JavaScript-Bibliotheken ein, die am weitesten verbreitet sind. Haben wir OpenLayers. Da müssen wir nochmal F5 drücken, damit da was zu sehen ist. Ja. Komm schon. Genau. In der OpenLayers-Dokumentation ist auch ein Beispiel vorhanden, wie man einen zeitlich variablen WMS-Layer integrieren kann. Die Integration selber, also hier das ist jetzt ein Beispiel, indem man quasi auch ein Video abspielen kann, wo einfach die einzelnen vorhandenen Zeitwerte nacheinander durchlaufen werden und man dann so eine kleine Szene darstellen kann. Die Konfiguration in OpenLayers erfolgt etwas schwieriger. Da muss man anfangen zu coden. Ja, es gibt dann Update-Info-Set-Time-Funktionen, die man programmieren muss, um dann quasi solche Clients zu erstellen und die man dann auf der Homepage visualisieren kann. Im weiteren Umfeld gibt es Leaflet. Auch Leaflet ist eine JavaScript-Bibliothek, die halt diese Zeitvariable mit unterstützt bei WMS. Auch sie ist in der Lage, nativ auch schon direkt Videos abspielen zu lassen.
Und hier sind jetzt Wellenbewegungen oder Vorhersagen im Mittelmeerraum, die man damit schön visualisieren kann, als Beispiel vorgeführt. Auch bei Leaflet ist es so, dass wir diesen Time-Parameter, die Integration, ich muss den Layer angeben, muss aber dann immer noch ein bisschen coden, um halt diese Variabilität der Zeit dann eben dem Client klar zu machen. Also ohne Programmieren geht es nicht, ist natürlich nicht besonders nutzerfreundlich. Jetzt gehen wir um weitere Client-Komponente, die da schon Unterstützung hat. Das war der MapBender 3, ist im Rahmen von einem Regionalverband Ruhr. Die hatten das, glaube ich, damals beauftragt vor 3 Jahren oder so. Halt, die wollten zeitlich variable Luftbilder, die sie in ihrem Datenbestand haben, an den Endnutzer bringen. Und denen war es natürlich auch zu aufwendig, halt mehrere Dienste für jeden Jahrgang da aufzusetzen oder verschiedene Layer aufzusetzen. Und da gibt es also auch eine, inwieweit die jetzt rudimentär ist, weiß ich nicht, aber der MapBender 3 verfügt über eine Bibliothek, mit der man WMS, zeitlich variable WMS visualisieren kann. Die werden jetzt hier derzeit eben über eine Auswahlbox oben angezeigt. So viel jetzt zu Clients. Wie sieht es aus? Status quo. Es gibt eine sehr gute Unterstützung in den FOSS-Komponenten. Es gibt viele Anwendungsfälle und Realisierungen, insbesondere aus dem Bereich der Meteorologie und der Ozeanografie, also die auch mit wirklich großen Datenvolumen zu tun haben. Und die Umsetzung erfolgt in der Regel durch Anpassen des Quellcodes, was für die Integration in allgemeine Geodateninfrastrukturen eigentlich eher suboptimal ist. So. Jetzt kommt die Idee, die wir damals oder vor 3 Jahren eigentlich hatten, im Bereich der Geodateninfrastrukturen der 3 Bundesländer. Das war also erstmal versuchen, die Zahl der Freiheitsgrade zu reduzieren, die die WMS-Spezifikation eigentlich bezüglich der zeitlich variablen Bereitstellung von Daten mitbringt. Und da gibt es, das ist interessant, dieses Dokument sich mal anzuschauen, ein OGC Best Practice Paper von 2014, wo die meteorologischen Dienste, das ist eine globale Arbeitsgruppe, sich zusammengesetzt hatten, genau dieses Problem mal intensiver beleuchtet haben. Und da werden die Freiheitsgrade auch schon eingeschränkt. Da geht es um zeitlich und höhenmäßig variable Daten. Die zweite Idee war eben, den Client automatisch anhand der Infos aus den Capabilities-Dokumenten erzeugen zu lassen, sodass eine dynamische Integration von eines beliebigen Dienstes in den WebGIS-Client, den wir da verwenden, halt automatisch ohne Coding dem Nutzer ermöglicht, verschiedene Zeitpunkte auszuwählen. Und es sollte ein möglichst einfaches UI in der Geoportal-Anwendung geschaffen werden. Rahmenbedingungen war, wir haben ein Geoportal, habe ich eben erzählt, auf MapBender 2-Basis. Das bedeutet, die Dienste werden registriert von den Nutzern zur Publikation der Metadaten. Wir nutzen ein WebMap-Kontext-Dokument, das hat der Till eben auch mal kurz angesprochen gehabt, als Zwischenspeicher für die Initialisierung der Kartenzusammenstellungen. Und bei uns ist halt ein dynamisches Hinzuladen beliebiger Layer möglich. So, wie haben wir das serverseitig umgesetzt? Wir haben erstmal das Datenmodell des MapBenders erweitert. Das wird erstmal in der Datenbank in einem relationalen Modell abgelegt und es gibt jetzt eine neue Tabelle, Layer Dimension, die die Attributwerte aus den WMS-Spezifikationen beinhaltet und dementsprechend kann man relativ schnell die Sachen aus dieser Struktur herausziehen und für den Aufbau des Clients verwenden. Dann haben wir, was ja auch schon erwähnt worden ist, wir speichern unser Mapset oder den aktuellen Zustand des Clients bei jeder Aktion in einem WebMap-Kontext-Dokument, einem XML-Dokument ab. Und dieses XML-Dokument, WMC-Dokument beinhaltet, da muss man auch mal den Standard genau durchlesen, sogar schon die Möglichkeit, die aktuell eingestellte Zeit mit abzuspeichern. Da war auch das WMC-Dokument seiner Zeit weit voraus. Damals war es wahrscheinlich gar keine Dienste, die das unterstützt haben. Aber die Unterstützung ist drin und hat für uns dann einiges erleichtert. Genau. Es gibt ein paar Unterschiede im Bereich WMS und WMC-Handling bezüglich der Attributnamen. Das ist jetzt für jemanden relevant, der das selbst umsetzen will für seine Software. Ist aber eigentlich an der Stelle vielleicht nicht so wichtig. Serverseitige Umsetzung, wie wird der aktuell eingestellte Wert in dem WMC abgelegt? Der wird unter dem Attribut User Value, das ist also der, den der Nutzer ausgewählt hat, in den Zwischenspeicher geschrieben und kann aus dem Zwischenspeicher wieder aufgeladen werden. Grundlegende Überlegungen. Jetzt gehen wir in die UI-Entwicklung rein. Man braucht natürlich, wenn man so ein Open-Source-Projekt, wenn man so eine Funktion erweitern will, eine Open-Source-Bibliothek, am besten eine JavaScript-Bibliothek, die also eine User-Interface und eine Zeitleiste oder sowas zur Verfügung stellt. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, dass wir gesagt haben, die ausgewählte Zeit, die im User-Interface anhand der Zeitleiste anklickbar ist, die soll dann auch im Layerbaum erscheinen.
damit der Nutzer auch sieht, welchen Zeitpunkt er ausgewählt hat und dann verschiedene Layer miteinander vergleichen kann. Und wir haben es erstmal darauf beschränkt, Einzelfälle, kommaseparierte Listen und eben diese Intervalle zu supporten vom Client. Und was dann ein bisschen schwieriger ist, ist halt, dass man, es gibt ein Problem, wenn wir jetzt sehr, sehr viele Daten, hunderte von Millionen von Datensätzen hat, manche Server erwarten, dass man genau das, den Zeitpunkt trifft mit der Anfrage, der GetMap-Anfrage, der auch vorhanden ist, wo Daten für existieren. Das heißt, man muss da schon ein bisschen mehr Rechenleistung reinstecken, um dieses Interpolationsproblem zu lösen. Das haben wir dann serverseitig gemacht. Kleinseitige Umsetzung, wir haben dann genommen, die, ich weiß nicht, ob das jemand hier kennt, das ist die WIS.js-Bibliothek, die ist eigentlich, also nach ein paar Tagen Recherche war das die einzige Möglichkeit, die sich da angeboten hat als Open-Source-JavaScript-Bibliothek, einen sehr, sehr einfach zu konfigurierenden Zeitstrahl zur Verfügung zu stellen. Und die haben wir dann eben aus dem Netz geladen und dann integriert. Und noch 5 Minuten, oder? Okay, genau. Die Zeitanzeige im Layerbaum, das ist jetzt ein Screenshot an der Stelle. Wir haben hier den Klienten, der aufgeht und im Endeffekt, wenn ich jetzt diesen Zeitpunkt auswähle in der Zeitleiste, wird auch automatisch am Layerbaum dieser Zeitpunkt auch nochmal dargestellt, damit der Nutzer ein Feedback bekommt, wie das aussieht. Gehen wir auf die Time-Slider-Varianten, sind 2 verschiedene Varianten anhand der Zahl der diskreten Stützpunkte. Klar, dass eine Maximalzahl nicht überschritten werden soll. Die haben wir derzeit auf 200 gesetzt, aber die kann man konfigurieren. Und falls die Zahl überschritten wird, wird halt ein Slider aktiviert, den man dann eben schieben kann. Und beim Schieben ist es dann wichtig, wenn man ihn loslässt, muss er halt auf den Sollwert springen. Weil man kann ihn ja an jeder Stelle loslassen. Man weiß natürlich aber jetzt kleinseitig erstmal nicht, an welcher Stelle überhaupt Daten existieren. Das ist also dann serverseitig zu lösen. Die serverseitige Ermittlung von diesem Nearest-Value-Wert wird einfach über eine JSON-Schnittstelle realisiert, wo ich dann einen Parameter Snap-to-Crit, den User-Value, der abgesetzt wird, abschicke, den Extent mit abschicke und dann serverseitig zurückgeliefert bekomme, wo der nächste Wert ist, für den der Layer Daten liefert. Ist jetzt auch eine technische Sache. So, praktische Beispiele. Da wir nur noch 5 Minuten haben, nehme ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele raus. Deutscher Wetterdienst, der stellt schon seit Jahren, das weiß auch kaum einer, zeitlich variable Daten zur Verfügung. Nur weil wir keine Clients haben, die diese zeitlich variablen Daten konsumieren können, sieht man halt immer nur das aktuelle Wolkenbedeckungsbild beispielsweise. Gehen wir mal rein. Der DWD-Server mit der Satellitenbedeckung, das ist jetzt hier, 20.03. 12 Uhr. Und wenn ich jetzt meinen Slider aktiviere und wähle jetzt einen anderen Zeitpunkt aus, dann variiert auch das Satellitenwert, das Wolkenbedeckungsbild an der Stelle. Lässt sich also sehr schön zeigen. Anderes Beispiel wäre historische Liegenschaftskarte. Das hatte ich eben auch mal erwähnt. Das ist jetzt ein praktisches Beispiel, was noch nicht publiziert ist, aber was wir schon zur Verfügung stehen haben, dass das Problem aus den ersten Screenshots eigentlich beheben soll. Hier lässt sich dann auswählen, eine Liegenschaftskarte aus einem Intervall 2006, das ist der aktuell ausgewählte Bereich, 2012 und jetzt sehe ich auch schon, da haben sich die Grundstücksgrenzen verändert, 2016 und auch die Art der Karte und die Häuser sind auch eingemessen worden. Also damit lassen sich also beliebige Datenquellen relativ einfach auswählen. Ich gehe jetzt auf ein anderes Beispiel, auf, wo haben wir denn jetzt hier? Genau, das Beispiel vom Kommunalverband Ruhr. Hier sind es Luftbilder, die sich zeitlich variabel unterscheiden. Und da kann ich eben dann auch auswählen aus verschiedenen Jahrgängen und kann die dann dementsprechend überblenden. Genau, jetzt sind wir noch 2 Minuten. Packen wir mal zusammen, was wir gelernt haben. Also generische Umsetzung ist möglich. Man braucht so 1,5 Wochen Zeit, je nachdem, wie gut man programmieren kann. Mit den Clients entwickeln sich auch nach und nach neue Anwendungsfälle dafür. Es muss erstmal gezeigt werden, dass das möglich ist. Sonst wird es keiner umsetzen, auch serverseitig nicht umsetzen. Es gibt aber auch noch viel zu tun. Also was schön wäre, wäre natürlich, wenn auch die GIS-Systeme, die Desktop-GIS-Systeme, die einen Support für diese WMS-Time-Schnittstelle hätten. Und da fehlt, glaube ich, noch ein QGIS-Plugin, was das nativ abbildet. Und man muss sich Gedanken darüber machen, wie man diese Sachen auch in die Metadaten hineinbekommt, dass man halt die Metadaten sauber publiziert, dass es sich da um zeitlich variable Layer handelt, die man dann konsumieren kann. Genau, dann wäre ich jetzt soweit durch und wer steht zur Verfügung für Fragen.
Ja, vielen Dank. Dann gleich gibt es Fragen. Hallo. Also wenn das, es ist im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, noch eine Verständnisfrage. Mhm. Ist es quasi in den Standards vorgesehen? Es geht prinzipiell auch von den Serverkomponenten her, aber in den Clients ist es nicht direkt mit implementiert. Man muss da selber Hand anlegen, aber ist das bei allen verfügbaren Client-Software- Komponenten so, dass die keine zeitliche Unterstützung bieten? Ja, ich habe eben die Beispiele für OpenLayers und Leaflet als JavaScript-Bibliotheken, die extrem weit verbreitet sind, gezeigt. Und da muss man halt coden, sonst geht es nicht. Nativ unterstützt hat keiner. Das ist halt ein Problem. Ja, und da fehlt einfach so eine native Unterstützung, die wir jetzt, sagen wir mal, in dem alten MapBender, das ist ja schon älter, das Framework, rein programmiert haben, implementiert haben. Das ist dann ein Proof of Concept, das funktioniert. Man muss halt dementsprechend ein bisschen Zeit investieren und Arbeit investieren. Man hat aber dafür dann nachher natürlich die schöne Möglichkeit, auf beliebige Serverkomponenten, die ebenfalls zeitlich variable Daten publizieren, zugreifen zu können. Und ob das jetzt Jahreszahlen sind oder Zeitpunkte oder was auch immer, ist im Endeffekt egal. Und es ist ein bisschen schade, dass der ganze Meteorologiebereich und Ozeanografiebereich sich da schon seit Jahren mit beschäftigt und auch ihre Daten auch dementsprechend publiziert. Auch die ganzen Sachen von EUMET und so, die kriegt man auch mit zeitlich variablen Layern, werden die publiziert. Nur nutzt sie keiner, weil keiner weiß. Weil wenn ich das Capabilities jetzt im normalen Desktop-GIS reinlade, sehe ich diesen Layer und der stellt halt nur den aktuellsten Zeitpunkt wieder zur Verfügung. Das ist dann ziemlich blöd. Von daher war das eigentlich mehr so ein Hinweis drauf oder ein Anreiz, das einfach mal umzusetzen, auch in den Open-Source-Tools, vielleicht eben als QGIS-Plugin oder so, dass wir das da eben unterstützen können. Und interessant ist auch, dass die Sachen alle schon in dem alten, uralten WMC-Dokument schon vorhanden waren. Dass man sich damals, 1999, schon Gedanken darüber gemacht hat, dass das eine coole Sache ist, dass in den Zustand des Kartenviewers die Zeit mit eingeblendet werden kann oder die aktuell ausgewählte Dimension. Ja. Aber dauert halt auch immer scheinbar Jahrzehnte, bis sich sowas durchsetzt. Ich weiß es nicht. Ja, eine kurze Anmerkung erstmal. Hätte man beim Telefon auch schon sagen können, ne? Standards sind super und wichtig für uns, aber sie stehen und fallen halt mit der Akzeptanz. Die Server können das schon lange und wenn man aber keine generischen Client-Anbindung hat, um den Standard zum Endnutzer zu bringen, dann ist es halt schwer mit der Akzeptanz. Ne? Deswegen gut, dass ihr dann einen Anfang gemacht habt. Und jetzt meine eigentliche Frage. Du hattest diese WIS.js, hieß es, glaube ich, ja, vorgestellt. Ja, WIS.js-Bibliothek. Das hat erstmal nichts mit Geo und so zu tun. Das ist eine reine JavaScript-Bibliothek für Time-Manipulation, habe ich verstanden. Habt ihr das jetzt erweitert für Geo-Bezug und OGC oder habt ihr das jetzt nur genutzt, um eure Portallösung WMS-Time compatible zu machen? Genau, es ging nur darum, eine Client-UI zu haben, die im Endeffekt eine einfach konfigurierbare Zeitstrahlmöglichkeit bietet. Das wird für Projektmanagement-Software oder sowas normalerweise verwendet. Ich kann für einzelne Instanzen definieren, ich kann Slider definieren im JavaScript-Bereich und es ist halt kostenfrei und es ist Open Source. Von daher hat das sich eigentlich angeboten zu nutzen. Ich habe auch nichts anderes gefunden im Open Source-Bereich, was so einfach integrierbar war. Im Endeffekt werden ja nur die Extents und die Zeitwerte entweder komma-separiert oder halt dann eben als Perioden oder was auch immer dem Modul übergeben und daraus initialisiert sich dann diese JavaScript-UI. Und wenn er dann auswählt, wird dann über eine serverseitige Aufruf im Endeffekt was geändert und so. Also ist eigentlich relativ, ich sag mal, anderthalb Wochen hat er die gedauert, bis es umgesetzt war. Aber anderthalb Wochen sind nicht viel. Ja, kann man mal investieren. Auch bei den Frameworks, die sonst wo im WebGIS-Bereich, Shogun oder was auch immer eingesetzt werden, kann man auch drüber nachdenken, ob man das nicht auch mit umsetzt. Vor allen Dingen, wenn die Standards es hergeben. Und wir werden von Deutschlands Seite aus auch auf dieses Best Practice Paper hinweisen. Bei dem neuen Standard der GDI.de wird, wenn zeitlich variable Daten publiziert werden sollen mit diesen WMS-Diensten, wird darauf hingewiesen, dass dieses Best Practice Paper anzuhalten ist, sodass man auch eine gewisse Planungssicherheit hat. Im Umsetzen. Ansonsten, klar, steht in den Standards drin, aber wenn es da keine Vereinheitlichung oder Verabredung diesbezüglich geht, wieder anzuverwenden ist, dann wird er wahrscheinlich auch von den Firmen nicht akzeptiert, ne? Oder von den Nutzern. Okay. Sonst noch Fragen aus dem Publikum? Also mich würde ja noch interessieren, kommt das bei den Benutzern an? Also kommen Benutzer da selber auf die Idee? Müssen die da hingeschubst werden?
auch so einen Button zu klicken und zu sagen, ich kann mir jetzt die Daten auch aus zu verschiedenen Zeitpunkten angucken? Wir haben derzeit ja noch keine publizierten Dienste aus Rheinland-Pfalz selber oder aus Hessen oder aus dem Saarland vorhanden, sondern wir nutzen diesen deutschen Wetterdienst, also den Dienst vom deutschen Wetterdienst und die Luftbilder vom Kommunalverband oder Regionalverband Ruhr, die wir jetzt über ein WMC-Dokument schon auf der verlinkt hatten. Das heißt, die Nutzer kommen derzeit oder schon seit 2 Jahren gar nicht an die Funktion ran, wenn sie es nicht wissen, wo sie sie finden. Die müssten erstmal die Produkte auch dementsprechend aufbereitet vorliegen haben. Und deswegen hatte ich diesen Basisliegenschaftskartendienst hier, diese oder historische TK. Die sind noch nicht publiziert, die werden aber in den nächsten Wochen oder so publiziert werden. Historische topografische Karten. Kann ja auch interessant sein. Ich weiß zwar nicht für wen, aber mag ja sein, dass man sich die Landschaft im Wandel da anschauen will. Und dann kann ich dann eben hier im Endeffekt mir die einzelnen Zeitwerte hier auswählen und mir dann topografische Karten von 1963 anschauen. Wie hat sich Koblenz entwickelt, das Deutsche Eck? Oder wo sind Autobahnen gebaut worden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Anwendungsfälle gibt es sicherlich viele. Ne? Aber da die Daten noch nicht so publiziert sind, warten wir erstmal ab, wenn die Dienste... Sehen dann vielleicht auf der nächsten FOSCIS, was es an Erfahrungsberichten gibt, ja, oder so. Klar. Werden wir sehen. Okay. Ja, vielen Dank. Bitte. Nochmal.